Zwackjuch heißersa, der Kasperl ist schon wieder da. Sagt's einmal, seid ihr alle da? Pfui Wudel, das ist aber fesch, aber ich hab gar nichts gehört. Ich glaube, die Großmutter hat mir Ostereier in die Ohren gesteckt. Seid ihr alle da? Ui, das ist aber fesch. Und dann sage ich ein ganz ein liebes Grüß euch, Bussi, 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 all den Kindern zu Hause vorm Fernsehkasterl. Servus, Bussel vom Kaspi. Sagt's mal, Kinder, eine Frage. Habt ihr heute schon irgendwer ein Osterei gefunden? Da bitte, uns ist es auch nicht besser gegangen. Kann euch trösten? Die Charlotte, das Krokodil, meine Wenigkeit und unser Kleinster, der Seppal, das Nesthäckchen. Wir sind seit der Früh schon unterwegs, Osterhaseneier zu finden. Ja, ist ein Krokodil. Und die hat eine lange Spürnase. Ja, genau. Und da wollten wir uns auf Osterhasenjagd machen und Osternestel suchen. Und ich sag's euch, wir haben nichts gefunden. Und stellt euch vor, was jetzt passiert ist. Eben gerade war der Briefträger bei uns in der Kasperlvilla und der hat einen Brief gebracht. Soll ich euch den vorlesen? Ja! Na, pass auf, dann hole ich ihn einmal. Warte, da liegt er eh. Ho, ho, ho. Upsi. Ui, jetzt hat es mich aber auf die Nane gurken gehabt. Da, bitteschön, da ist das Brieferl. Ja, was denn? Ich bin lustig. Ja, das ist aber Zufall, weil normalerweise bin ich ganz traurig. Kummer, Kummer. So, Achtung, ich lese jetzt das Brieferl vor. Nein, ich bin nicht batschert. Bitteschön. Also, ich lese jetzt den Brief vor. Da steht, lieber Kasperl, Bitte, müsst zuhören, da steht, bitte komm schnell in den Wald zu meiner Werkstätte, weil es ist recht arg dringend. Und jetzt haltet euch fest, wisst ihr, wem das ist? Vom Osterhasen persönlich. Wow. Sagt's einmal. Na schau, da schauen sie alle. Sagt's einmal, habt ihr schon den Osterhasen einmal gesehen? Nein, wollt ihr mal den Osterhasen sehen? Ja, dann würde ich vorschlagen, wir zählen alle gemeinsam bis drei und wir sausen gemeinsam mit der Charlotte zum Osterhasen. Eins, zwei, drei und los geht's! Morgen kommt der Osterhase, stolpert und fällt auf die Nase. Ja, Ma. Du, bitte. Ja? Könntest du statt dem Singen dir einen Buckel wachsen lassen? Hä? Warum denn das? Na ja, weißt du, der ist auch schier, aber man hört ihm nicht. Sehr lustig. Falls du es nicht bemerkt hast, ich bin gerade beschäftigt. Ich übe ein Osterlied. Also hör einmal zu. Ein Osterlied? Ja, hör zu. Morgen kommt der Osterhase. Setz sich mit dem Popsch ins Gras. Urma, Urma, Urma. Sehr lustig, sehr lustig, ja. Also, eins sag ich dir. Naja. Wenn du weiter noch meine Lieder so verblödelst. Dann was? Dann wird der Osterhase uns nichts bringen. Vergiss es, der bringt uns sowieso nichts. Was? Naja, schließlich hat auch das Christkind etwas gehustet. Ja. Du, Urma. Ja? Meinst du, wir schauen wirklich durch die Finger? Selbstverständlich. Dieses Ostern? Wir kriegen nichts. Jupp, so ist die Geschichte. Ja. Soll ich dir vielleicht alle unsere Missetaten Nein. Das ist ungerecht. Das ist ein Skandal. Ungerecht. Jeder hat ein Recht auf ein Osterei. Ja, hat. Aber wir nicht. Ja. So ist es. Urma. Ja.
Wenn der Osterhase nicht zu uns kommt, ja, dann werden wir diesem Schlappohr einen Besuch abstatten. Ja? Moment, was meinst du mit dem? Pass auf, ja? Komm mit mir. Ich habe einen Plan. Was? Und was für einen Plan? Komm, gut. Komm, hey. Schnell, komm schon. Na gut, gut, komm schon. Moment, dies vielleicht, blem, blem. Na sowas, komm. Ja? Kasperl, glaubst du, es ist noch weit? Charlotte, ich glaub, es ist nicht mehr so weit. Wieso, hast schon wieder einen Hunger? Ja, natürlich hab ich schon wieder einen Hunger. Charlotte, mit dir wird's noch schlimm enden. Wieso? Na, zerreißen wird's dich, wenn's so weiter futterst. Ach geh, wenn ich immer so einen Hunger hab. Du, Charlotte? Ja? Da schau einmal. Ich glaub, wir sind da schon richtig. Das schaut ganz aus, als wenn da der Osterhase wohnen würde. Boah, da wohnt der Osterhase. Ja, und schau, Charlotte, da ist ein ganzer Korb mit Eierlein. Der Meister Lampe hat uns eine Jause gerichtet. Wah! Schön. Charlotte? Ja? Die gehören nicht zum Schnabulieren. Nein. Ui, da kommt er. Ah, gut. Ja, guten Tag. Ja. Gut, dass ihr so da seid. Hallo. Kasperl. Bist du der richtige Osterhase? Ich bin der ganz richtige Osterhase und Kasperl. Ich bin in Zeitnot. Ja. Ja, wieso denn? Ja, das ist gut, dass ihr da seid. Könntest du mir gleich helfen? Bitte schön, ja, lieber Osterhase. Was? Wir helfen dir natürlich, wo wir nur können. Ja, wirklich? Was denn? Ja, warte, ich frage mal, was er für ein Problem hat. Wir haben eben deinen Brief bekommen und sind gleich hergelaufen. Ja, es ist ganz wichtig. Hört's mal einfach einmal zu. Ja? Hört's einmal zu. Es ist nämlich so. Ja. Ja, wie denn? Ja, meine Händeln, die Freundinnen von mir, die haben in der letzten Zeit Verstopfung. Oh. Ja, die haben sicher viel zu viel Schokolade gefuttert. Zu viel Schokolade, genau. Ja, und wo ist das Problem? Ja, jetzt sind's mit der Eierproduktion erst gestern fertig geworden. Und morgen gehören aber die Eier schon versteckt. Und jetzt gehören sie aber noch angemalt vorher auch. Ach so. Und da habe ich mir gedacht, ihr beide könntet mir doch beim Anmalen behilflich sein. Ja, klar, doch. Ich werde gleich mal die Kinder fragen. Sagt mal, habt ihr Lust, uns beim Ostereier anmalen zu helfen? Ja. Fein. Also ich glaube, wenn wir alle gemeinsam zusammenhelfen, dann geht sich das alles noch rechtzeitig aus. Sehr gut. Bestimmt. Bis was, dann machen wir so. Wie? Wir holen gleich die Farben und dann können wir anfangen zu malen. Das und ist darf ich auch ein paar Eier essen? Ja, nachher. Okay. Aber jetzt gehen wir. Komm, Charlotte. Ja? Aber nicht, dass du wieder die Hälfte zusammenfutterst, bis angemalt sind. Ja, aber dann darf ich schon eins essen. Ja, dann, wenn sie versteckt sind. Sonst geschwind laufen wir nach. Wartet hier, wir kommen gleich wieder. Warte, Charlotte. Ja. Da kommt der Osterhase. Na, niemand da. Du, Irma, na komm. Ja. Die Luft ist rein. Ist die Luft rein? Ja, selbstverständlich. Ja. Oh! Wie war's denn? Urmi! Ja. Schau! Yeah. So viele hübsche Eierlein! Ja, du, aber Moment! Die sind noch nicht bemalt! Ah, das ist mir wurscht! Da ist sie wurscht? Diese Eier hat sicher der Osterhase für uns da versteckt. Ja. Meinst du wirklich? Ja! Aha! Ja, na stimmt! Ja, das ist die Kinder gut. Sagen auch ja! Ach so! Also! Wir nehmen uns diese Eier mit. Komm. Okay, dann müssen wir uns beeilen. Ja, dann müssen wir uns beeilen. Ja, Aber da müsst ihr euch irren, Schatz. Die Eier, die sind ja noch alle. Boah. Hui, die Eier sind weg. Ja, wer war da? Uiegel. Und die haben die Eier gestiebitzt. Keine Eier mehr da, Kasperl. Kasperl. Hä? Können wir anfangen mit malen? Nein, können wir nicht.
Ja, bitte schön, lieber Osterhase. Ja? Ich glaube, wir haben jetzt wirklich ein Osterhasenproblem. Na, bitte sagt's jetzt nicht zu mir, die Eier sind weg. Ja, bitte, die Kinder haben es uns eben verraten. Die beiden Hexen waren da und haben sie gestiebitzt. Nein, nein, das ist ja eine Katastrophe. Ja, aber Osterhase? Ja. Alles halb so schlimm? Was denn? Warte mal kurz, Charlotte? Ja. Was meinst du, ist das was für unsere beiden Spürnasen? Aber natürlich ist das was für uns. Aber die fragt die Kinder. Sagt mal, habt ihr Lust, uns gemeinsam die Ostereier wiederholen helfen? Ja. Fan! Super. Also pass auf, Osterhase? Ja. Mach dir keine Sorgen. Keine Sorgen. Der Kasperl und ich, wir beschaffen dir die Eier wieder. Ja, und es wird sich alles rechtzeitig ausgehen, dass wir sie noch anmalen können und verstecken auch. Und essen. Und essen auch, Charlotte. Kasperl, du meinst, du schaffst es. Ich schaff das mit links. Kasperl, dann sag ich, toi. Habe Ehre. Du machst es schon. Ja. Und bitte, so. Also, ich verlasse mich auf dich. Ja. So, Charlotte. Wie kriegen wir jetzt die Eier wieder? Ja, also passt auf. Jetzt müssen wir uns mal eine Spur so... Ich bin eine Salzgurke? Ja, aber bitteschön, ich bin eine Salzgurke mit Zipfelmütze. So, passt auf, ich muss jetzt einmal nachdenken. Wah, Charlotte! Ja? Da schau, siehst du, was ich sehe? Ja, ich sehe Eierschalen. Und das ist ein zerbrochenes Ei. Du schau, Charlotte. Dort hinten ist noch eins. Da ist noch eines. Charlotte, der Spur gehen wir nach. Genau, wir folgen der Spur. Was du hast, Charlotte, pass auf. Ich nehme mal die Farben da, lass mich damit schütteln. Ja, so. Und die stellen wir daher, da kann der Osterhase in der Zwischenzeit Eier malen. Und ich würde vorschlagen, wir zählen jetzt alle gemeinsam ganz schnell bis drei und sausen den Hexenwald. Zwei, drei und los geht's. Komm, Charlotte, geh mal. Wohin denn? Da. Auf die Eier. Ach, so, da kommt er noch hin. Ja, da kommt er. So. Ja, so. Na, Moment. Na, du. Ja. Gut. Ja. Moment. Ja. Urma. Ja. Kinder, der Kasperl, der kommt sicher zu uns. Ja. Kommt aber sicher zu spät. Ja. Sag's mal. Ja, du. Ich hab eine Idee. Was? Du hast eine Idee? Ich hab eine Idee. Na, da bitte. Dann schieß los. Mhm. Soll ich dir zeigen, was ich jetzt mit den Eiern mache? Kinder, die Irma hat eine Idee. Ja? Na, jetzt bin ich neugierig. Passt mal auf, was ich mit den Eiern mache. Was machst du denn? Na, bitte. Ah, der Osterhase, ach so, der gut, kommt danke ja nie. Schön. Gut, wir erwarten ihn. Ja, passt mal auf, was ich mache mit den Eiern. Ja, na jetzt bin ich. So. Ja. Jetzt geht's gleich los. Ja, also. Bitte. Ja. Möhren, Kohl und Osterbinzen. Moment, ja. Lässt die Höppelhasen grinsen. Ja. Wenn wer sich an die Eier macht, verschwindet er. Ja. Das nur so kracht. So. Aber Moment, Irma. Ja? Bitte, kannst du mir das bitte erklären? Ja? Wozu du die Eier verzaubert hast? Ja, ich bin nämlich auch eine recht schlaue. Du bist eine recht schlaue? Ja. Na bitte. Pass auf. Ja, was denn? Wenn nämlich jetzt jemand kommt. Ach so. Und uns die Eier wegnehmen will. Aha. Dann verschwindet er. Sobald er nur einmal hingreift. Oh je. Na, ist gescheit, gell? Moment. Und die Kinder verraten nichts. Und deswegen sind unsere Eier sicher. Komm. Na, Mann. Ja. Jetzt bleibt nur zu hoffen, dass nicht doch noch der Osterhase kommt. Nein, komm. Yes, also komm, wenn der Osterhase kommt, was dann? Au, weh. Oje, tun mir meine Achseln weh. Boah. Ja, grüßt euch, Kinder. Kinder, wisst ihr was? Es ist ganz eigenartig. Mir tun die Haxen so weh. Jetzt habe ich in der
Im Garten hinter der Kasperlvilla habe ich die Eier gesucht, da waren keine auf der Wiese, waren... Was? Was? Ja! Yeah! Das sind ja die Eier! Na, endlich habe ich sie gefunden! Ich habe schon gedacht, der Osterhase hat vergessen zu verstecken. Ich werde mir welche nehmen. So, jetzt nehme ich mir welche. Ma! Ma! Hilfe! Hilfe! Was ist los? Oje! Charlotte? Charlotte, hast du das auch gehört? Ja, irgendwas hat's da zerrissen, glaube ich. Ja, das hat wie der Seppel geklungen. Ja, schon irgendwie, aber was tut denn der da? Keine Ahnung. Was, wer ist verschwunden? Wer ist verschwunden? Ja, wieso denn? Was, der Seppel war hier? Was, er hat auf die... Ui. Die Eier? Ui, Charlotte. Schau, das sind ja die Eier vom Oster... Was? Na, pass auf, wir machen es so. Wir bringen zuerst einmal die Ostereier dem Osterhasen zurück. Komm, Charlotte, genau, hilf mir. Was? Nein. Die sind aber verzaubert, sagt der Bub da unten. Aber geh! Warum sollten die verzaubert sein? Die nehmen es einfach und bringen sie zurück. Komm, Charlotte. Also ich glaube, wir sollten auf die Kinder hören. Aber warum denn? Wir wissen, verzaubert sind. Also pass auf, dann greifen wir nicht auf die Ostereier. Ui, pass auf, Charlotte, weißt du was? Dann müssen wir als erstes den Seppel herzaubern. Ich glaube auch. Und weil wir nicht gescheit zaubern können, müssen wir jetzt die Hexen rufen. Ui, das ist gescheit. Helfst du uns einmal geschwind die Hexen rufen? Urma! Irma! Urma! Irma! Ja, heute kommt der Urma! Ja. Hallo, oui. Kasperl, schöne Ostern. Ostern. Also bitteschön, überhaupt nichts schöne Ostern. Die Kinder haben uns alles erzählt. Was denn? Also erstens habt ihr die Ostereier vom Osterhasen gestiebitzt. Nein, gehören doch uns. Die waren doch für uns bestimmt. Nein, nicht. Das waren die Ostereier für die Kinder, die alle schon zu Hause warten auf das Osternesterl. Genau. Und zweitens haben uns die Kinder gesagt, dass aufgrund eures Zaubers der Seppal jetzt verschwunden ist. Oh. Und drittens habe ich mir gedacht, wenn es euch gelingt, dass ihr den Seppal wieder herzaubern könnt, dann werden wir beim Osterhasen ein Wort für euch einlegen. Damit ihr auch ein Osternesterl kriegt. Genau. Du Kasperl. Was hältst du davon? Was denn? Du Kasperl. Was denn? War das wirklich ganz böse, was wir gemacht haben? Das war nicht sehr in Ordnung, war das nicht, nein? Irma, wir sollten uns beeilen und die Eier wieder entsorgen. Also was darf ich fragen mal? Ich frage mal das Publikum. Sagt mal, Kinder, wollt ihr uns helfen, dass wir den Seppel wieder zurückzaubern? Ja. Fein, schön. Na gut. Also pass auf, dann nehmt euch einmal alle ganz fest bei den Händen. Jeder nimmt seinen Nachbarn oder seine Nachbarin bei der Hand. Ja. So. Genau. Festhalten. Sonst geht's nämlich nicht. Und bitteschön, hier kommt ein tolles Zauberkunststück von unseren beiden Zauberhexen. Ja. So. Bist du bereit? Ich sag den Zauberspruch. Ja, gut. Na, dann schießt's los. Und ich unterstütze es, ja? Ja, aber zum richtigen Zeitpunkt. Ja, mit meinen Bewegungen. So geht's schon. Also, passt's auf. Ja. Osterlamm und Osterschinken. Ja, bis sie später. Also. In der Sonne schnell sie stinken. Ja, später. Also. Wie faule Eier und die Pest. Später. Entzaubert sei das Osternest. Jetzt! Ach so. Oh, schau, Charlotte. Der Nebel ist aber gescheit. Wie ist mir? Wo bin ich? Seppel? War das Christkind schon da? Aber Seppel, der Osterhase kommt jetzt bald. Ja, stimmt. Na schau, und unser kleines Nesthäkchen ist auch wieder da. Liebe, danke schön. Na bitte, da muss ich bei den Hexen bedanken, die haben dich wieder hergezaubert. Danke schön. Und ich bin sicher, die beiden Hexen bekommen einen riesen Applaus. Ja, bravo. Danke. Schön. So, also pass auf. Und ich würde vorschlagen, jetzt dürfen wir keine Zeit mehr verlieren, weil sonst bekommen wir alle heute und morgen keine Ostereier mehr. Stimmt. Dann würde ich vorschlagen, wir laufen geschwind zum Osterhasen, bringen ihm die Eierchen zurück und helfen ihm anmalen. Genau. Und dann essen auch. Du Kasperl. Und bekommen wir auch dann etwas?
Nein, also ich bin sicher, der Osterhase wird euch nicht vergessen. Genau, ja, du, also würde ich vorschlagen, wir sagen jetzt alle gemeinsam unser Sprüchern und bringen die Ärchen dann zurück. Okay. Genau. Und wer es kann, sagt es mit uns. Ja, so ist es. Lieben Leute, lasst euch sagen, uns knurrt vor Hunger schon der Magen. Drum ist jetzt unser Spiel schon aus. Führt euch Gott, geht brav nach Haus. Und wir alle von Kasperl und Co. wünschen euch frohe Ostern und sagen bis zum nächsten Mal auf Wiedersehen. Es war uns eine Ehre. Habe, dehre, für deine Kinder. Baba.